Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit genialer Beschwörung aus dem Fort Meropide. Und wir befinden uns hier auf dieser Main-Ebene bei Rosolino, der Mann mit der Augenklappe. Sonderregel: Anstatt mit deinem eigenen Deck zu spielen, wirst du für diese Herausforderung das vorgefertigte Deck Meraks geniale Verwendungsmöglichkeiten verwenden. Und es dürfen nicht zwei Figuren ohnmächtig werden. Okay, und das ist kein Deck, das zu den neuen Monsterkarten besteht, aber es besteht aus Furina und Kave, die beide neu sind. Gegen Risley, Toma und Shen-Ha. Shen-Ha? Shen-Ha. Shen-Ha. Okay. Ich würde sagen, wir starten mit... Warte mal, wir haben Dendro und... Oh, Dendro und Hydro ist keine Combo, die ich mag. Karten abwerfen? Furina und Kave werfen auch Karten ab? So, jetzt gar nicht auf dem Schirm. Echt? Wieso werfen denn jetzt alle Karten ab? Das ist ja super nervig. Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Die oberste Karte auf deinem Stapel wird abgeworfen. Ah ja. Schaden an deiner gewählten Figur in dieser Runde minus 1, maximal 4 Mal. Während des gesamten Duells kann nur eine Mysteriumskarte ausgespielt werden. Sehr interessant. Okay. Ich würde sagen, wir geben Kava den Schild. Und wechseln auf Mona. Hoffentlich greift er nicht nochmal an. Doch, er tut's. Okay, das war keine sehr gute erste Runde. Das verstehe ich jetzt halt zum Beispiel nicht. Warum ist diese Karte im Deck? Aber gut, wir haben zwei Animo-Würfel und einen Omni. Das müssen nur ein Dendro- oder Hydro-Würfel würfeln und wir haben mindestens das gleiche. Okay, wir haben sogar einen Dendro und einen Hydro bekommen. Nice. Würde ich sagen, dieses geschenkte Gift nehmen wir und spielen auf jeden Fall Paimon. Paimon Nation. Sweet. I like that. Okay. Würde ich sagen, müssen wir auf Kave wechseln? Oh nein, bitte jetzt. Oh. Achso, ich bin ja nochmal dran. Oh no. Oh, wenn er jetzt auf Toma wechselt, das wäre nicht so gut. Don't do it to me, Tom. Thomas? Thomas! Nein! Thomas! Thomas! Ich dachte, wir sind Freunde, Thomas! Ja, ich glaube, das Duell muss ich aber neu starten. Not a fan. Not a fan. Uff, was ist das jetzt für eine Karte? Guten Würfel verstecken sich vor uns. Na, es geht. Was macht das jetzt hier? Ich mach's einfach. Bam. Es macht auf jeden Fall Schaden. Das ist schon mal gut. I like that. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Obey. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müssen wir jetzt einfach nur einen Dendro-Kern erschaffen. Die haben alle drei Dendro-Attribute auf sich.
Also in welcher Phase befinde ich mich gerade? Ich bin in Usia. Und was heißt das? Ja, ich will auf jeden Fall die Salonmitglieder, das passt. Okay. Ich hoffe, das zählt als Schaden durch meine Figur in dieser Runde, aber eigentlich schon, oder? Ich weiß es nicht. Interessantes Duell. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Okay, ich glaube, es hat nicht funktioniert. RIP. Habe ich gerade Ricelys Waffe bekommen? Warum zum Teufel habe ich Ricelys Waffe bekommen? What is happening? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber ich glaube, das ist offensichtlich. Alter. Okay. What is happening? Save everybody. I mean, I take it. Let's begin. Ja, ich weiß natürlich jetzt genau, was ich gemacht habe, um zu gewinnen. Ich weiß es definitiv, das müsst ihr mir glauben. Ich bin ein absoluter Pro. Ich habe actually keine Ahnung. Kavish scheint extrem stark zu sein. Also ich würde sagen, 90% des Schadens kam von Kavish, von dieser passiven Fähigkeit nach seiner Elementarfähigkeit, wenn du eine Karte ziehst, dass danach Schaden verursacht wird, in der Höhe der Kosten der Karte, die du abgeworfen hast. Das ist insane. Ich habe es noch nicht so hundertprozentig verstanden. Also ich habe nur verstanden, man muss irgendwie Dendro-Kerne erschaffen mit Hydro plus Dendro. Ja, müsste man noch ein bisschen weiter ausprobieren. Ich meine, das war jetzt mein erstes Mal, dass ich Kabel gespielt habe, obviously. Wirkt auf jeden Fall ziemlich stark. Wirkt fast ein bisschen OP tatsächlich, also ob es zu stark wäre. Jedenfalls, das ist unser Team. Achso, nee, Moment mal, ich habe ein vorgefertigtes Deck benutzt. Ich bin schon komplett lost. Das wäre das Team gewesen, was ich benutzt hätte, wenn wir kein vorgefertigtes Deck gehabt hätten. Ich bin durch. Schaut auf jeden Fall für mehr geniale Beschwörungen in die Playlist in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.